Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Mut. Sie sehen mich hier ganz alleine im Mut. Ich sitze hier in meinem Büro, bin natürlich wie alle auf der einen Seite auch traurig, dass wir nicht für Sie spielen können. Auf der anderen Seite versucht man natürlich auch das alles zu retten, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Und wir machen das alle. Und wir versuchen immer für Sie da zu sein. Und deswegen wende ich mich auch heute an Sie erstens mal mit einem: Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie alle gesund und vor allem, das sind wir doch alle, munter und lustig und lustvoll weiter ins Leben schauen und weiter nach vorne schauen. Und auch wir müssen natürlich nach vorne schauen. Wir planen eifrig weiter an unserem nächsten Programm für die nächste Saison. Wir wollten das ja für Sie am 1. Mai präsentieren. Das werden wir nicht ganz schaffen. Aber ab dem 28. April können Sie schon online das Programm für die nächste Saison auf unserer Homepage, über all unsere Social-Media-Kanäle sehen. Und wir planen dann am 28. Mai, das ist überhaupt 10 Tage nach meinem Geburtstag, nur für Sie, dass Sie es wissen, ab 28. Mai werde ich dann live, hoffentlich live im Mut, aber auf jeden Fall live via Facebook, werde ich die neue Saison präsentieren. Das Gute ist, dass eigentlich aus dem Versäumnis der diesjährigen Konzerte, dass da vielleicht auch noch was Neues dazukommt in der nächsten Saison. Also Sie werden nichts versäumen. Und um Ihnen jetzt auch die Zeit ein bisschen zu verkürzen, haben wir uns überlegt, dass wir natürlich auch unsere Künstler zu Ihnen bringen. Also bitte schauen Sie immer auf alles, was es gibt vom Mut. Ja? Und wir sind wirklich dran und arbeiten für Sie und wollen das überall streuen. Und unsere Künstler werden ganz tolle Beiträge für Sie liefern. Und wir fangen jetzt schon mal an mit einer Aufzeichnung unserer vorletzten Saison, das ist Der kleine Prinz mit Michael Schade und den Wiener Sängerknaben, eine Kinderoper. Also da können Sie auch Ihre Kinder wunderbar für eine Stunde einmal entspannt vor den Computer setzen. Sie gehen schnell einkaufen oder Sie machen was ganz Tolles nur für sich. Also viel Spaß damit. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Abonnieren Sie doch unseren Mut-Newsletter, weil dann sind Sie immer am Laufenden und wir können Sie wirklich so schnell wie möglich und so persönlich wie möglich über alles Weitere informieren. Also, ich freue mich auf das nächste Konzertjahr mit Ihnen und mit tollen Künstlern. Bleiben Sie uns treu, wir bleiben Ihnen treu und bleiben Sie gesund. Und ich verspreche Ihnen, dass ich auch ganz, ganz brav bin und überhaupt keine sozialen Kontakte habe und dass ich in der nächsten Saison für Sie in aller Kraft wieder da bin.